liebe Leute, herzlich willkommen zu Teil 2 Crosscard-Herausforderung an diesem Mittwoch. Ja, da kennen wir uns ja mittlerweile schon ein bisschen aus mit den Crosscards. Das haben wir ja letztes Mal, ja, mehr oder weniger ein bisschen verkackt. So, mit Platz 3 oder 5 oder 5 war es, glaube ich, am Ende mit den 7 Punkten durch. Ja, aber da machen wir uns rein auf jeden Fall. Gehen wir rein? Ja, gehen wir rein. So, wieder 6 Rennen und ich glaube, vermute, dass es gleich wieder den gleichen Modus gibt. Wir starten in der Bretagne, in Frankreich, gehen dann weiter nach Little Hill, die Schränke kennen wir ja auch. Und dann starten wir in Hill jetzt in Schweden. Okay, gehen wir rein. Los geht's. Auf. Ich denke, der Modus dürfte derselbe sein wie vorher auch. Ja, das sieht zumindest arg danach aus. 560 Meter lang ist diese Sprintstrecke in Loyac, in der Bretagne, in Frankreich. Besteht aus glattem Asphalt und rauem Asphalt, also so ein kleiner Mix. Ja, und da stehen wahrscheinlich gleich wieder 10 Runden an, also 4 fürs Halbfinale und 6 im Finale. Das ist so meine Vermutung. Wir gucken mal, ob wir es diesmal auf die Reihe bekommen. Besser auf die Reihe bekommen als beim letzten Event mit den Crosscards. Genau, die ersten 13 im Halbfinale sind fürs Finale qualifiziert. Okay, das steht wieder klar an. So, nehmen wir dann am Rennen mal teil. Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal fahren. Verpasst du sie, erhältst du eine Zeitstrafe. Gut, viel Glück fürs Rennen. Bleib konzentriert. Ah, schauen wir mal. Bereit. So, wieder 6 Teile noch. Diesmal wieder komplett erste Runde. Wir haben sie schon mal aus der Welt. Fliegen wieder ein paar Teile. Ich auch was, dass wir hier nicht in die falsche Richtung fahren. Das ist gerade ein bisschen verwirrend gewesen. Ziemlich, ja, sehr gut. Das ist eine führende Runde gewesen. Aber wir haben es geschafft. Ach, Gott sei Dank haben wir es geschafft. Den ersten Teil haben wir schon mal geschafft. Erstmal im Finale. Da wollen wir auf jeden Fall auch hin. Die übrigen 6 Fahrer machen den Gewinn. Ja. Das sind halt, wie gesagt, nochmal 2 Dreiergruppen, die dann nochmal zusammentreffen. So, auf geht's. Ins Finale. Wahrscheinlich jetzt nochmal 6 Runden. Rot, mach dich bereit. Los. Let's go. Die eine der Leute gerade bei uns raus. Ich will die Joker-Runde nutzen. Auch schon wieder Zweiter jetzt. Sechs Runden, die angehen. Ja. Das ist ein kleiner
Wasser nehme ich gerade noch dazu. Zeitschrift, wenn man sie nicht schafft. Und damit haben wir es geholt. Gut gefahren. Großartig. So, wir sind zumindest durch. Im ersten Event haben wir zumindest schon mal triumphiert. Zumindest gehen diesmal die ersten 25 Punkte auf unser Konto. Aufgestiegen auf Glorreich. So, der nächste Part geht weiter nach Little Hill. Die kennen wir ja noch. Das vorletzte Event, also das letzte Rennen von gestern. So. Da waren wir noch. 500 Meter lang ist diese Strecke, aber einen halben Kilometer lang ist ja dieses kleine Oval mit der anschließenden Joker-Runde auf jeden Fall. Also durchaus eine interessante Strecke auf jeden Fall. Wieder 10 Runden, also 4 und 6. Das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. So. Ja, der Modus ist natürlich selbsterklärend. Okay, konzentrier dich auf die Ampel. Versuch heute einen guten Start hinzulegen. Ich wollte jetzt ein gutes Ergebnis. Wieder nicht wieder verkacken wie so im letzten Mal. Da haben wir das Ding auch selber geworfen. So, der Start ist erfolgt. Und ich jetzt schon die Joker-Runde weg im ersten Versuch. Weil. Wenn ich bin, habe ich sie dann wieder aus dem Kopf und kann mich ja auch rein auf das Rennen konzentrieren. So, sind so einige, die natürlich schon auf ihren Job umgehen. Und haben sie noch Dritter, was für das Finale reichen würde. Aber wie gesagt, die zwei vor uns, die müssen auf jeden Fall noch ihren Job umgehen. Sie jetzt beide, damit sie was führen. So, das haben wir auch geschafft. Alle haben ihre Joker-Runde absolviert, damit ist das Feld komplett sortiert. Wenn die zweite Dramatik passiert, sollten wir eigentlich das Finale erreichen. Sollte. Haben wir geschafft. Puh. Gewonnen. Gut gemacht.
So, jetzt gehen wir ins Finale. Wieder 6 Rundchen an. Hör ich gerade zu dem bei diesem Auto, die sind so leicht. Der kleine Pisser da, hör mit dem Rammer hier. Lass dich nicht ablenken und konzentrier dich. Ich werde sortieren wieder. Also die drei müssen hier vorne so bitte die Schokorunde fahren. Du kämpfst momentan um den 4. Platz. Das ist natürlich nicht gut. Jetzt ist Tipper wieder an die, drei da vorne ran. Aber nochmal, die haben alle drei ihre Joker-Runde nämlich absolviert. Dann bremsen sie mal kurz, eben alle drei gesnackt. Die Zeit ohne Ende. Die müssen auf jeden Fall nochmal hier eine Runde sitzen. Klar. Jetzt haben sie also auch alle absolviert. Der letzte hat es jetzt auch getragen. Ah, damn. Und das sollte man nicht unterlassen. Sorry, das haben wir aber wirklich geschafft. Das ist der Sieg. Gott sei Dank, Finale geschafft jetzt. So. Gut, dann gehen wir jetzt gleich in den letzten Teil. So, der letzte Teil geht nach Schweden. Die Strecke ist 600 Meter lang. Wie gesagt, die Joker-Runde gibt es natürlich dabei, aber die kennen wir ja, die Strecke. Dann sind wir fertig. So. Gut, das geht gleich los. Konzentrier dich. Definitiv sollten wir auf jeden Fall auch. Das ist sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen, weil wir auch den Sieg im dritten Rennen haben. Gerne durch in der ersten Runde. Und dann kann man sich voll auf uns konzentrieren. Ich habe irgendwann nur auf nur 5, was wir wirklich das Finale erreichen würde. Und der eine ist schon mal raus. Aber nicht unsere Schuld.
Oha! Ah, die kann, den kleinen Racha kann ich verstehen, weil wir haben nämlich... Ah, der muss dafür Geduld haben, vorbei. Durch. Du kannst zufrieden sein. Das war gute Arbeit. Ja, das war auch ein hartes Rennen. Ich bin aber viel gekämpft. Es war doch nicht klar, ob wir das wirklich durchziehen bis zum Ende. Aber wir stehen im Finale. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Rein ins letzte Rennen. Ab ins Finale, liebe Leute. 6 Runden bei 6 Fahrern. Jetzt zählt es. Rot, mach dich bereit. Ja, der Start ist gut, aber wir sind durch. Ja, wir müssen nach vorne jetzt. Der eine, der möchte da schon mal an uns vorbei und der ist auch schon mal an uns vorbei. Und jetzt zieht genau die gleiche Variante auf mit der Joker-Runde. Das war kein absichtliches Rammen, das war ein komplettes Verbremsen. Du kämpfst momentan um den 5. Platz. Du musst natürlich wieder komplett ranarbeiten jetzt an das Feld hier. Sind jetzt Gott sei Dank wieder vorne. Also was heißt vorne? Wir sind zumindest wieder dabei. Lass dich nicht ablenken und konzentrieren. Alter, was für ein Rennen. Ich komme hier nicht an allen vorbei. Ja, ich war klar schneller, aber ich kam nicht vorbei, weil da einfach kein Platz war. Leichte kleine Rutscher mit drin. Letzte Runde jetzt aber voll konzentrieren, muss keinen unnötigen Fehler machen, kein Ausrutscher, kein blödes Hängen bleiben oder so, dann sind die Punkte sicher. Yes! Yes! Gut gefahren, großartig. Das war Schweden. Das reicht leider nicht, um aufzusteigen vom Level her.
Gut, auf und T2, national, international, sorry. Gut, dann haben wir das zweite Event auch gewonnen, liebe Leute. Für heute. Gut, der nächste Teil wird der RX2 Cup. Das sehen wir aber dann erst im